Sie hören SBS German. Nach der Katastrophe mit vielen Toten bei der Ankunft eines Hilfsgüterkonvois in Gaza verlangt die US-Regierung Antworten. Zum Hergang des tödlichen Vorfalls gibt es aber unterschiedliche Darstellungen. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde spricht von einem Massaker durch einen israelischen Militäreinsatz, bei dem über 100 Menschen getötet und 760 verletzt worden seien. Einem israelischen Militärsprecher zufolge gibt es aber zwei Vorfälle. Bei dem ersten hätten sich zahlreiche Menschen um die Lastwagen gedrängt, um diese zu plündern. Dabei soll es zu einem Gedränge und Rempeleien mit Toten gekommen sein. As these vital humanitarian supplies were making their way towards Gazans in need, thousands of Gazans dispensed upon the trucks. Some began violently pushing and even trampling other Gazans to death, looting the humanitarian supplies. The unfortunate incident resulted in dozens of Gazans killed and injured. Zudem, so fährt der Militärsprecher fort, seien Menschen von den LKWs überfahren worden. Dann habe sich eine Gruppe trotz Warnschüssen Soldaten genähert. Diese hätten auf denjenigen gefeuert, die angeblich eine Bedrohung darstellten. Präsident Wladimir Putin hat den Westen erneut vor Russlands Atommacht gewarnt. Bei seiner jährlichen Rede zur Lage der Nation warnte Putin die NATO-Staaten davor, Militärkontingente in die Ukraine zu entsenden, um gegen russische Truppen zu kämpfen. Zugleich wies er die Behauptung, dass Russland den Westen angreifen wolle, als Blödsinn zurück. Den USA bot Putin erneut einen Dialog zur strategischen Sicherheit in der Welt an. Ermittler haben im Wohnhaus der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette Kriegswaffen und Sprengmittel gefunden, darunter eine Kalaschnikow, eine Maschinenpistole und eine Panzerfaustgranate. Klette war am Montagabend festgenommen worden. Die 65-Jährige war 30 Jahre lang untergetaucht und lebte unter falschem Namen in Berlin. Klette gehörte zur sogenannten dritten Generation der RAF. In ihrer aktiven Zeit wurde der damalige Deutsche Bank-Chef Alfred Herrhausen und Treuhandchef Rohwedder ermordet. Australiens Spionageabwehr hat sich für die Behauptung gerechtfertigt, ein ehemaliger Spitzenpolitiker in Canberra sei ein Landesverräter gewesen, ohne einen Namen zu nennen. Der Direktor der Abwehr, Mike Burgess, sagt, es sei eine langjährige Gepflogenheit des Geheimdienstes, operative Vorkommnisse nicht in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Die Anschuldigung hat in politischen Kreisen Entsetzen und Bestürzung ausgelöst, weil damit angeblich der Ruf aller Politiker in Zweifel gezogen wird. Auch Oppositionsführer Peter Dutton hatte anfänglich Aufklärung verlangt, ist von diesem Ansinnen aber jetzt wieder abgerückt. It's difficult when these allegations are made, because I think it casts a cloud over former MPs, and that's why, you know, I think if you can, you should name the person. But Mr. Burgess has outlined why he can't. We accept that advice. Feuerwehreinheiten aus New South Wales sind jetzt wieder auf dem Weg nach Hause, nachdem sie Kollegen in Victoria bei der Bekämpfung eines Großfeuers in der Gegend von Ballarat geholfen haben. Etwa 100 Mannschaften aus New South Wales sind auf dem Weg zurück, der Rest soll am Sonntag folgen. Die Regierungschefin von Victoria, Jacinda Allen, spricht von einem Mammuteinsatz. There has been hundreds and hundreds of firefighters out on the ground and in the air. And when you consider that that fire has burnt 22,000 hectares, it's got a 165-kilometre fire front, that speaks to the great work of people, as I said, on the ground and in the air for managing that fire. Die Zahl der Menschen mit starkem Übergewicht ist rasant gestiegen. Weltweit waren nach einer Studie 2022 mehr als 1 Milliarde Menschen betroffen. Wie die Weltgesundheitsorganisation mitteilt, habe sich der Anteil der stark Übergewichtigen an der Bevölkerung seit 1990 mehr als verdoppelt. Unter Heranwachsenden zwischen 5 und 19 Jahren sogar vervierfacht. Übergewicht kann Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und einige Krebsformen auslösen. Und das waren die Meldungen des Tages an diesem Freitag, dem 1. März. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.